Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir sind heute wieder im ETS 2 unterwegs im Multiplayer auf der Bromatz. Und ja, wir fahren heute von Kirkenes nach Nickel. Wir haben 8 Tonnen geladen und zwar eine Walze. Genau. Eigentlich wollte ich was anderes laden, aber das gab es noch nicht so zum selber erstellen. Deswegen haben wir jetzt so eine Walze. Es gibt auch ein paar ETS 2 News, weil ich wollte eigentlich ja die Walze nicht fahren, sondern was anderes, aber das gab es leider noch nicht. Das sage ich euch jetzt gleich, genau. Also erstmal heute Abend ab 20 Uhr werde ich live sein in ETS oder mit ETS. Wir werden in den Konvoi fahren, wird auf jeden Fall ein bisschen länger dauern. Wird so, denke ich mal, der Stream wird so zwischen, also der geht, fängt um 20 Uhr an und wird dann so um, ja, ich sag mal circa 0 Uhr aufhören. Plus minus, genau weiß ich es noch nicht, deswegen, genau. Ansonsten, ja, warum ich jetzt den Auflieger oder den Auftrag fahre, ich wollte eigentlich einen anderen fahren. Und zwar kam das Volvo-Pack raus, DLC, ne, Volvo Schwertransport-Pack oder ich weiß gar nicht, wie es richtig heißt. Auf jeden Fall kann man da Volvo-Sachen fahren, also transportieren. Das heißt, bei Volvo, da kann man so Reifen transportieren, habe ich gesehen. Dann noch so anderes kleines Zeug eher, dann den Radlader da drüben, wo man gerade gesehen hat, kann man transportieren. Und dann kann man noch so eine Muldenkippe von Volvo transportieren. Wir werden den auf jeden Fall fahren. Ich konnte leider selber noch keinen solchen Auftrag erstellen. Deswegen fahren wir jetzt mit so einer Walze. Genau, aber da kamen ja die Baustellen für Fahrzeuge von Volvo. Sind da am Donnerstagabend kam das eben. Ich habe mir das auch schon geholt, für ETS und RTS gab es das. Ich habe mir für beide geholt, also ich habe mir das Bundle geholt, da war das ja, runtergesetzt. Das kostet 4,99 ein Pack. Genau, die Reifen, wo da gerade kommen, die sind auch mit in dem Pack drinnen. Schau her, da sehen wir ja fast alles. Muss ich selber keinen solchen Auftrag finden. Genau, das genau. Und was wollte ich jetzt sagen? Genau, das kam eben am Donnerstag raus und kostet 4,99 für ETS und RTS. Wenn man sich die zusammenholt, dann sind die runtergesetzt. Ah, da fährt auch der Muldenkipper. Da. Ich muss wirklich nichts aufladen, weil irgendwie kommt mir durchgehend wer entgegen mit so dem Pack. Genau. Jetzt habt ihr eigentlich fast alles gesehen. Genau, ich wollte immer noch sagen, 4,99 kostet es. Im Bundle ist es, also beides kann man sich miteinander kaufen, ist 50% runtergesetzt, kostet dann auch nur 4,99. Das habe ich mir jetzt geholt. Ja, ist eigentlich schlau. Ah, und so eine Schaufel gibt es auch noch. Wir sehen halt wirklich alles auf der Tour. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe nämlich extra geschaut, ob ich so einen Auftrag erstellen kann, aber ich habe das nicht gefunden. Genau. Deswegen, aber jetzt haben wir sowieso alles gesehen, glaube ich. Wir müssten alles gesehen haben. Vielleicht ein Auflieger, wo es noch gibt, habe ich vielleicht nicht gesehen. Oder wir nicht gesehen. Aber ansonsten haben wir alles gesehen. Das passt doch. Ich weiß gar nicht, ob es auch solche Walzen gibt. Ich weiß gerade nicht sicher, aber das meiste habt ihr ja jetzt gesehen. Von daher passt es ja sowieso. Genau. So, dann schauen wir mal, dass wir uns ein bisschen beeilen mit dem Fahren. So, jetzt sind wir in Russland. So. Einmal hier rum. Gibt es ja keine Kontrolle mehr.
Wurde das bearbeitet? Das wurde anscheinend bearbeitet. Die Kontrolle da. Bin ich aber jetzt echt schon länger nicht mehr gefahren. Ich weiß nicht, seit wann das jetzt so ist. Wahrscheinlich seit der neuesten Pro Mods. Oder ich bin echt den Weg nicht mehr gefahren. Aber da war doch vorher eine Schranke und so weiter. Aber jetzt anscheinend nicht mehr. Passt auch. Wenn da keine Schranke mehr ist. Genau. Genau, das Volvo Pack. Habt ihr jetzt alle Fahrzeuge gesehen? Das passt. Heute Abend bin ich live ab 20 Uhr, wie schon gesagt. Ihr könnt alle mitfahren. Die Strecke gebe ich euch aber heute Abend erst bekannt. Ja, genau. Ansonsten, ja, ist jetzt erstmal nichts mehr. LS22. Wer das noch nicht mitbekommen hat, die Charaktererstellung wurde jetzt veröffentlicht von ETS, von LS selber her. Also da kann man ziemlich viel umändern vom Charakter her. Einfach dazu das gestrige Video von mir anschauen. Das LS19 Video, da habe ich euch gezeigt, die ganzen Sachen. Sind auf jeden Fall coole Sachen zum besseren Charakter erstellen, sage ich jetzt mal. Genau. So, huckelt die Straße. Ah ja, doch, huckeln tut's noch. Weiß zwar auch nicht warum, aber huckelt halt. Ja, schaut gut aus. Wackelt ein bisschen. Die Reifen. Ja, gute Federung haben wir ja drinnen. Dann geht das schon. So, fahren wir mal mit 73 weiter. Demnächst rechts abbiegen. Ja, rechts abbiegen, okay. Fahrgänge mal runterschalten. Biege nach rechts ab. Und was ich noch sagen wollte, das fällt mir gerade auch wieder ein. In ETS sind, ich weiß nicht, ob diese Woche erst neue Autos gekommen sind oder schon letzte Woche. Kann ich euch nicht mal mehr sagen. Aber es sind neue Autos drinnen. Wenn ich dran denke, werde ich die am Mittwoch fahren. Oder das ist eine Auto, besser gesagt. Werde ich am Mittwoch dann fahren, wenn ich dran denke. Ansonsten seht ihr eventuell nicht. Ich weiß noch nicht. Demnächst rechts abbiegen. Ich finde die Autos nicht mal mehr so interessant, muss ich ehrlich sagen. Ich finde eher das LKW-Fahren jetzt interessanter. Seit neuestem. Ja. Oh, das wollte ich nicht. Es regnet hier nicht. Ja, was suchst denn du? Genau deswegen muss ich mal schauen. Eventuell bringe ich das neue Auto nochmal. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, letzte Woche kam das schon raus. Oder diese Woche. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, irgendwann habe ich es in Discord gesehen und ich habe es auch mal rumfahren sehen, dass ein neues Auto drinnen ist. Weiß aber jetzt gerade auch nicht mal mehr, wie es ausschaut oder welche Marke das ist. Kann ich euch gerade auch nicht sagen. Genau. Deswegen, also eventuell zeigt sich euer Mittwoch. Oder ja, gar nicht mehr. Ich weiß echt nicht mehr, wie es ausschaut. Genau. Leider ist uns jetzt nicht entgegengekommen, wie die ganzen anderen Auflieger, wo neu sind. ja. Ist halt jetzt so. Ich finde, ETS ist halt jetzt, ja, auf der ProMods finde ich Autos sowieso eigentlich nervig. Oder halt so Absicherungsautos, ja, gehen. Zum Schwertransport absichern geht, ja. Aber so, einfach Autos, wo doof rumfahren, gibt es auf der ProMods sowieso relativ selten. Und finde ich auch gut so. Weil die nerven halt echt. Kann man nicht anders sagen. So. Und was ich jetzt noch umgeändert habe in ETS ist das Einparken. Und zwar habe ich ja vorher das Einparken für Geübte gehabt. Also damit ich da gar keinen Punkt mehr beim Abladeort hatte. Das habe ich aber wieder zurückgeändert. Also ich habe jetzt immer einen Punkt dort und kann dann auswählen, wie ich abladen will.
Der Grund dahinter ist, nichts, weil ich nicht kann oder so. Der Grund ist, ja, ich war in ETS unterwegs, bin eben gefahren mit einem Double-Auf-Flieger, habe ich von Truckers MP halt den so einen Auftrag selber erstellt, so, und musste dann wo einparken für Geübte, und da war der Platz viel zu klein, da konnte ich nicht mal so einparken, wie es vorgeschrieben gewesen wäre. Und da musste ich halt eben den Auftrag abbrechen. Ist jetzt auch nicht so schlimm oder so, Geld habe ich ja sowieso genügend. Aber im Video schaut es halt dann doof aus, wenn man nicht einparken kann und so weiter. Deswegen werde ich das jetzt immer extra wählen. Also habe ich wieder am Anfang so einen Punkt. Eieiei, wie oft ist denn wieder? Links, rechts, geradeaus. Rechts abbiegen. Ja, ne. Und dann links abbiegen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So. Biege nach links. Vielleicht. Ja, nervt nicht. Vielleicht steht ja in den Steinbruch auch noch ein neuer Aufflieger. Mal gucken. Jetzt müssen wir auf jeden Fall da rein. Ja, wie jetzt da. Da haben wir jetzt so einen Punkt. Da müssen wir eben wieder reinfahren. Dann anhalten, dass ich auswählen kann. Ja, liegt einfach daran, weil das eben so, ja, von Truckers MP das mit den Aufträgen selber erstellen. Ja, haut schon halb hin, aber noch nicht. Ah, so einen Bagger gibt's auch noch, der wo da steht. So einen Volvo-Bagger. Ja, also heute finde ich echt alles. Genau, der Bagger. Den gibt's auch noch. Beim Volvo DLC oder Volvo Pack. Schwertransporter-Pack, Volvo, keine Ahnung, wie das heißt. Auf jeden Fall würde ich sagen, was ist jetzt mit diesem Video? Wir sehen uns dann heute Abend ab 20 Uhr im Stream. Bis dahin. Und so eine Raupe gibt es auch noch. Bis dahin. Ciao.